the footsie. If you can't dance, just wriggle your tootsie. All nations side for the rebel arrangement. Rebel engagement, peace and the lover. Calypso dancer, punk stepper lover. Countdown. Bella and Pato. Outlaw. Does that make you love me, baby? Does that make you want me, baby? Does that make you love me, baby? Fahre durch Tore. Los! Das gibt Ärger! Gesichtsausdruck werde ich nie vergessen. Du hast verloren. Bereit machen! Drei! Zwei! Eins! Los! Verloren.
Countdown. Wähle ein Fahrzeug. Vortex. Fahre durch Tore. Los.
In diesem Moment wurde Onrush zu einem Ding. Freunde haben Freunden davon erzählt, deren Freunde ihren Freunden, deren Freunde ihren Eltern. Und schon bald waren alle Augen auf eure unorganisierten Spielereien gerichtet. Also, habt ihr euch hingesetzt, euch die Köpfe zerbrochen und seid als Obermacke eurer eigenen Teams wieder aufgestanden. Ihr seht aus wie stolze Eltern. Niedlich. Die Bühne war bereitet. Es waren Teamnamen ausgewählt. Ich meine, okay, es war Zeit für den Wettkampf. Zeit, aus dem Ding ein echtes Ding zu machen. Kontrolle. Nur darum geht es in Lockdown. In diesem Modus bewegt sich eine Zone so schnell herum, dass einem die Augen tränen. Keine Angst, du kannst sie nicht verfehlen. Wenn eine Zone auftaucht, gehört sie niemandem. Jeder kann sie sich krallen. Was musst du also tun? Rasen und kämpfen, um dein Team in die Zone zu bekommen. Dann kontrolliert ihr sie. Solange du mehr von deinen Jungs drin hast, als die anderen von ihr. Gewonnen hat das Team, das zuerst genügend Zonen erobert. Leichter gesagt als getan. Um die Konkurrenz auszustechen, musst du jeden schmutzigen Trick einsetzen, den es gibt, damit sie gar nicht erst in die Nähe der Zone kommen. Das Allerwichtigste in Lockdown ist Teamwork. Träg dir das ein. Lockdown.
Wähle ein Fahrzeug. Titan. Erobere die Zone, um Punkte für dein Team zu sammeln. Zone erobert.
Körper. Neue Zone. Du hast gewonnen. Bye.